So, moin moin Leute und willkommen zurück zum nächsten Teambuilding-Video. Und morgen geht es ran gegen Dragoon of Doom mit seinem Team Bloodrush Neuvon. Und der gute Downy kann potenziell dabei haben. Tornadus Tarion, also Boreos in der Tiergeistform. Snibunna, Mega Sherox, Tangolos, Slowking, Lashoking, genau, sorry. Libeldra, Granbull, Vesprit, Electivire, also Elevoltech, Nocturne und Ordoch. Oh doch, ey, Alter. Nee, ohne Witz. Sein Team ist ziemlich nervig, weil viermal Regenerator und eine Menge U-Turn-Gespamme von Seiten der ganzen Viecher mit Flügel und so. Und bah, kann ekelhaft werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass er dabei haben wird Boreos, Snibunna, Tangolos und tatsächlich vielleicht auch Libeldra. Und was tatsächlich auch einen echt guten Job gegen mein Team macht, ist Elevoltech. Elevoltech wäre Nummer 5 und dann wird er vielleicht noch Slowking oder Vesprit mitnehmen, denke ich. Im Endeffekt. Ja, gut, Mega Sherox. Yeah. Es ist alles nicht so richtig von der Hand zu weisen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Snibunna, Boreos und Tangolos dabei haben wird. Die anderen drei sind halt. Naja. Sind halt 3 aus 4 quasi. Die 4 wären dann halt Lashoking, Libeldra, Mega Sherox und Electivire. Wobei ich bin bei Electivire fast sicher bin, dass er es mitnimmt, weil es ist echt gut gegen mein Team. Ich habe immer noch eine relativ unangenehme Elektroschwäche durch meine Wassertypen unter anderem. Und ich habe dieses Mal tatsächlich auch keinen Ground-Type dabei aus meinen beiden NUs. Ich habe auch keine Rocks dabei, die ich setzen kann. Also, naja. Ich weiß nicht, ob es mir das Genick brechen könnte, aber Rocks wären halt eventuell ganz gut gewesen in dem Team. Aber ich habe auf der anderen Seite keinen Platz dafür. Aber schauen wir doch mal, was ich heute dabei habe. Denn ich kann endlich mein Mega spielen. Der Manectite ist draußen, der Voltensonit. Das heißt, ich habe heute Mega Voltenso dabei. Mit normaler Ability Lightning Rod natürlich. Und sobald es dann gemegert ist, hat es ja den Bedroher. Was tatsächlich auch gar nicht schlecht ist gegen Elevoltech. Um da ein bisschen quasi Damage abzufangen. Und ich habe auf dem Set drauf den Thunderbolt, den Volt Switch, den Flamethrower und das Toxic tatsächlich. Obwohl ich ein fast pur offensives Set bin, habe ich den Toxic da drauf einfach um Tangolos und sollte es irgendwann mal reinkommen, dem Lashoking ein bisschen auf den Sack zu gehen. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, die Alternative bei Voltensos Moveset ist nicht so groß. Normalerweise wäre der 4. Slot eine Hidden Power Ice. Die bringt mir aber im Endeffekt nur gegen Libeldra was. Und ich glaube, gegen Libeldra möchte ich mit Mega Voltenso sowieso nicht unbedingt drinnen bleiben. Und in allen anderen Fällen habe ich halt bessere Optionen. Und die Hidden Power Ice trifft halt einfach nichts gut. Entsprechend habe ich das Toxic einfach mal drauf. Das wird natürlich für Sherox nicht funktionieren, aber für Sherox habe ich ja den Flammenwurf. Von daher alles gut. Die 180 Speed mit Timid, Scheu im Wesen so, sind einfach dafür da, dass ich alles outspeeden kann, was keinen Scarf trägt. Sein Snibunna kommt mit maximalem Init-Investment maximal auf 194 Speed. Entsprechend bin ich da genau einen Punkt schneller und eventuell, oder schätzungsweise wird Elevoltech oder Libeldra den Schal tragen. Entsprechend kann ich die beiden dann halt nicht outspeeden. Aber ansonsten bin ich einfach schneller als alles, was echt wichtig ist und was auch echt gut Arbeit in meinem Team macht, sage ich mal. Denn ich habe endlich mal Speed. Ich habe motherfucking Speed. Oh, das ist so cool. Aber ja, der Rest der EVs ist dann natürlich in HP, Maximum Spezangriff, einfach um so viel Schaden wie möglich anrichten zu können. Und ja, das wäre der Pappkarton. Kommen wir zur Cloitoris, das zweite neue Mon. Wir sind mittlerweile ja schon das dritte, weil Hooper habe ich im letzten Kampf schon mitgenommen. Das Cloister, das Austoss, mit Nerv-Item schlechthin. Ich weiß, es ist absoluter Abfuck und einige von euch werden mich dafür hassen, aber ich spiele tatsächlich den Kingstein da drauf.
Weil ich die Multi-Hit-Attacken habe, die dann ganz gut flinchen können. Und wenn ich dann erstmal den einen Hausbruch drin habe, dann bin ich auch schneller als sein ganzes Team, auch wieder mit Ausnahme der Scarfs. Hab das Ganze aber so abgepasst, dass ich mit plus 2 auch schneller bin als das Nibuna. Damit, wie gesagt, schneller als das restliche Team. Ich habe jetzt tatsächlich nicht speed-creeped auf andere Mons in seinem Team, die mich vor dem Shell Smash outspeeden könnten. Aber das tun, glaube ich, sogar die meisten. An Tornados komme ich nicht ran, das ist klar. An Nibuna komme ich nicht ran, das ist auch klar. Mega Sherox könnte ich outspeeden, wenn es kein Init-Investment hat. Allerdings wird Mega Sherox mich ziemlich wahrscheinlich physisch angreifen. Und physisch halte ich ein bisschen was aus. Das heißt, ich kriege den ersten Hausbruch wahrscheinlich sogar durch. Kriege danach wahrscheinlich einen Patronenhieb in die Fresse, was ein bisschen uncool werden kann. Aber den dürfte ich dann auch noch überleben. Und ich sehe gerade, das sollte so nicht bleiben. Ich wollte, dass das Investment komplett in den HP haben. Beziehungsweise 172 wollte ich in HP so... Na, komm. Und 4 in Death. Denn im Endeffekt tanke ich so einfach mehr. Jo. Moveset sollte relativ klar sein. Ich habe Ice Shard einfach um. Notfalls sollte es dabei sein, ein gescarftes Libeldrator zu bieten. Und ich kann tatsächlich mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch Libeldra ohne Boost schon mit einer Ice Shard killen. Das heißt, sollte er irgendwann mal in ein ungeboostetes Cloyster freiwillig mit Libeldra reinkommen, was ich derartig bezweifle, weil das tut man nicht, dann habe ich immer noch die Ice Shard, die ich drücken kann. Beziehungsweise wenn ich dann gegen Nibuna ran muss, kann ich auch immer noch gegen den Tiefschlag was machen. Ja. Shell Smash, Rock Blast, Icicle Spear ist klar, denke ich. Maximum Angriff, Adamant Wesen sollte relativ easy sein. Und jetzt kommen wir als nächstes zu etwas, das ist mir so unglaublich schwer gefallen. Es ist mir absolut... Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Aber hier haben wir Cancer. Das Choice Specs Scissor. Choice Specs Scissor. Ich weiß nicht, welcher Affe mir da ins Gehirn gekackt hat. Ich würde auch gerne hier das noch auf... Nee, das geht nicht. Gut, dann mache ich hier noch 4 hin. Ich weiß nicht, welcher Affe mir da ins Gehirn gekackt hat, aber es macht tatsächlich in diesem Kampf mehr Arbeit als ein physisches Sherox. Natürlich kann das physische Sherox mit Walband unglaublich viel Damage anrichten, vor allem an sowas wie Tornadus. Aber ich hoffe mal, dass ich Tornadus mit Austoss und Voltenso genug bedrohen kann und dass ich da auch Arbeit machen kann. Und es ist so, es fühlt sich so weird an, aber es ist so gut. Ich kann einfach mit diesem Sherox ins Nibuna reinkommen, kriege nicht viel Schaden. Er wird erwarten, dass ein Patronenhieb gegen Nibuna kommen soll, wird also entsprechend auf entweder Lashoking oder Tangolos wechseln und ich drücke auf den Switch einfach Silverwind, was beiden einfach über 70% macht. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Über 70% an den beiden Tanks, die eigentlich das physische Sherox tanken sollen. Und Downy wird da sitzen und sich denken, what the fuck? Dicker. Ich habe hier einfach das Init-Minus-Wesen genommen, weil ich mit Sherox sowieso nicht viel in seinem Team outspeeden kann. Ich kann das Mega-Lamus outspeeden. Das dürfte ich aber, glaube ich, auch mit 76 Speed schaffen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich schaue das gleich mal nach, ansonsten wird das Minus noch auf die Spätzdev gelegt und eventuell dann die letzten 4 EV auch auf die Initiative. Ich muss halt gucken, dass ich schneller als Lamus bleibe. Tangolos kann ich glaube ich auch nicht outspeeden, obwohl doch, Tangolos könnte ich auch outspeeden. Ich muss da gleich nach dem Video nochmal genau nachgucken. Ich sag's euch dann morgen in dem Kampfvideo nochmal, wie genau ich das denn jetzt gemacht habe, ob ich da noch Speed drin habe oder nicht. Aber es ist einfach so gut. Ich kann mit dem U-Turn notfalls immer noch andeuten, dass ich ein physisches Set wäre, was halt einfach kein Investment hat, weil Schwerttanz-Set oder sowas. Warum auch immer man ein Schwerttanz-Set mit U-Turn spielen sollte. Oder dass ich vielleicht einfach ein defensiveres Set bin, keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall mit dem U-Turn ein bisschen baiten. Ich kann mit der Vacuum Wave Nibuna killen. Und zwar relativ easy.
Ich kann mit dem Silverwind an Lashoking und Tangolos richtig guten Damage machen und die Hidden Power Fire ist einfach dafür da, falls Mega Sherox irgendwann mal noch da sein sollte. Was ich gar nicht mal so unglaublich sinnvoll halte. Natürlich hat der Silverwind noch dazu die Chance, meine Stats zu erhöhen, aber da spekuliere ich nicht drauf, das wäre auch Schwachsinn, denn 10% ist einfach zu wenig. Und ich habe eh nur 8 AP, entsprechend kann ich das so oft sowieso nicht einsetzen. Dann gehen wir weiter zu Nappa. Zu Nappa muss ich auch nicht viel sagen, genau das gleiche ist wie im letzten Kampf. Es hat einfach wunderbar funktioniert, Sub Flame Orb ist einfach gut. Und sobald ich das einmal rauskriege, den Sub, kann ich echt Damage machen und die Fassade auch wieder einfach, um alles mindestens neutral treffen zu können. Er hat keinen Geisttyp, das heißt, er kann nichts hier reinschmeißen, was nicht getroffen wird. Gegen Geisttypen kann ich so ein Set natürlich nicht spielen, da treffe ich nicht, das ist klar. Aber wenn kein Geisttyp da ist, dann ist das schon mal echt gut. Entsprechend werde ich hier zu Nappa auch nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Dann haben wir Hula Hoopa, was tatsächlich jetzt innerhalb der letzten 5 Minuten vor dem Video noch reingegangen ist für ein Viscogon, was rausgeflogen ist. Viscogon ist zwar ein Tangolos Hardcounter, aber ganz ehrlich, was mache ich dann? Wenn ich mit Viscogon da reinkomme in Tangolos, dann geht er raus auf Lashoking und dann habe ich die Arschkarte. Hilft mir halt nicht viel. Also es stallt natürlich Tangolos weg, aber Tangolos switcht einfach raus, nimmt sich seinen Regenerator mit, geht auf irgendwas, was reinkommen kann. Sei es jetzt Sherox. Sherox kann ich, obwohl doch Sherox könnte ich einen Fireblast reindrücken. Dann würde aber wahrscheinlich sowas reinkommen wie Tornadus oder Slowking tatsächlich und ich kann halt nichts dagegen tun. Deshalb war Viscogon leider eine schlechtere Option als Hoopa. Denn Hoopa hat auch gut speziellen Bulk. Ist zwar ein bisschen langsam, aber das macht mir nicht viel. Und ich kann halt mit dem Ghostium sie alles in dem Team richtig gut treffen. Natürlich Weavile nur neutral. Sherox treffe ich neutral. Nee, Weavile nicht neutral. Weavile resisted, sorry. Aber ich mache halt auf jeden Fall allen Viechern guten Damage. Denn es gibt nur noch nur das eine Mon in dem Team, was resistet. Und halt Ordoch. Aber er wird nicht Ordoch mitnehmen. Hoffe ich mal. Ich glaube nicht, dass er Ordoch mitnimmt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil Ordoch einfach zu schlecht ist. Und selbst wenn Ordoch dabei ist, well, fuck it. Signal Beam ist einfach nur dafür da, um Snibunna treffen zu können und Tangolos auch noch ein bisschen Schaden zu machen. Und ich habe den Psyche-Up dafür drin, dass ich Lashoking ein bisschen countern kann. Denn wenn es ein Lashoking ist, was mit Calmind arbeiten will und sich denkt, oh hey, cool, guck mal, in dem Team ist kein Ditto, ich kann boosten ohne Ende, dann stelle ich mich mit Hoopa dahin und sage mir, nö, kannst du nicht, hier, Psyche-Up, gib mir deine ganzen Calmines. Und dann kann er auch nicht mehr viel machen. Und dann wird eigentlich auch ein Shadow Ball von seiner Seite aus mich nicht mehr killen, glaube ich. Müsste ich mal nachgucken. Das habe ich tatsächlich nicht gekalkt. Das sollte ich mal machen. Aber im Fall der Fälle sollte ich mit Psyche-Up das Ganze überleben und sollte danach das Lashoking rausnehmen können. Ich habe halt leider keine Recovery mit Hoopa. Wäre auch zu gut. Aber ich kann mit dem Ghostium sie auf jeden Fall dann richtig guten Schaden machen. So, und dann haben wir am Ende noch mein Wasserwerk, mein Volcanion. Heute mal mit dem Choice Scarf, da ja Ditto nicht dabei ist. Und auch hier wieder ein bisschen gespeedcreept. Ich kann mit dem Choice Scarf, so wie er ist, das Snibunna outspeeden. Und natürlich aber kein Elevoltec und kein Libeldra, wenn es selber gescarft ist. Aber auf der anderen Seite kann mir Elevoltec auch... Naja doch, Elevoltec kann mir einen Donnerblitz reinzimmern, das würde mich umbringen. Aber nicht auf den Switch-In. Und sollte Elevoltec auf den Switch-In reinkommen wollen, kann ich einfach die Erdkräfte drücken. Sofern denn, ja gut, ja, da kann dann natürlich Tornadus reinkommen, aber was soll's. Ich kann versuchen so ein bisschen zu predikten. Sollte Elevoltec reinkommen wollen, kann ich Earth Power drücken, ansonsten habe ich alles einigermaßen gut abgesichert. Fire Blast, Steam Eruption einfach natürlich als Stabs, die einigermaßen verlässlich treffen, sage ich mal. Einigermaßen, ganz bewusst. Sludge Bomb einfach wieder, weil die 30% Giftchance einfach wertvoller sind als die 10% Giftchance und 5 Punkte mehr im Angriff. Aber gut. Restliche EV natürlich dann in HP einfach reingebuttert. Maximum Spätzangriff bei Timid. Und
Ja, ich denke mal, das sollte so einigermaßen funktionieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe auch wirklich, dass das mit Xerox kein Fehler ist. Es ist so ein absolut zweischneidiges Schwert. Es ist so unglaublich geil, weil es den Überraschungseffekt hat und weil niemand damit rechnen würde, dass ich ein spezielles Xerox spielen würde. Auf der anderen Seite ist es halt leider auch echt nicht gut. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es ein totaler Bullshit und dann ist es ein verschwendeter Slot. Das heißt, ich gehe im Endeffekt mit 5 Mons ins Team. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich mit Xerox entweder Tangolos oder Lashoking rausbaiten kann. Also nicht raus, reinbaiten kann. In der Hoffnung, meine Attacken tanken zu können. Und würde sagen, wir sehen ja dann morgen im Kampf, wie das gelaufen ist. Es ist jetzt mit 16 Minuten genug Gebrabbel hier. Und ich würde sagen, bis morgen. Bis denne dann und see ya.